Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über Berlin Tag und Nacht. Eine romantische Berlin-Tag-und-Nacht-Nacht von Dean und Olivia könnte tödlich enden, auch wenn keiner von ihnen anfangs vermutet hätte, dass sie eines Tages eine Beziehung führen würden, sind Dean und Olivia inzwischen überglücklich und bis über beide Ohren verliebt. Klar, dass sie gerade in dieser Anfangsphase jede freie Minute miteinander verbringen wollen. Ein Ausflug zum Wasser endet jedoch anders als gedacht. Da Dean unbedingt wieder nach Hause will, entschließt sich Olivia trotz ein paar Gläsern Alkohol dazu, sich hinter das Steuer des Autos zu klemmen. Entgegen den besorgten Einwänden Deans scheckert sie lieber mit ihm als auf die Straße zu gucken. Da passiert es rumst gewaltig. Offenbar haben sie etwas oder jemanden angefahren, und nicht nur irgendjemanden, Amelie. Der Teenie liegt bewusstlos und blutend auf der Straße, das zerbeulte Fahrrad direkt neben ihr. Da ihre Handyakkus beide leer sind, verfrachten Olivia und Dean die junge Frau panisch in ihr Auto und steuern geradewegs das Krankenhaus an. Doch anders als gedacht, fahren sie an der Notaufnahme vorbei. Mit zitternder Stimme macht Olivia ihrem Freund klar, dass sie Amelie einfach vor der Klinik ablegen sollten, sonst würden Miller und Eric erfahren, dass sie es waren, die ihre Tochter angefahren haben. Obwohl Dean nicht einverstanden ist, folgt er Olivias Aufforderung. Ob das die richtige Entscheidung war? Wird Amelie das überleben? Oder hat das Berlin-Tag-und-Nacht-Paar sie so mit dem Tode geweiht? Derweil macht sich Miller größte Sorgen um ihre Tochter. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über In aller Freundschaft. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.